Hallo und herzlich willkommen zu den Dan News. Ich bin der Dan und beschäftige mich mit Pen and Paper Rollenspielen und ganz intensiv auf meinem Webshop www.dans-abenteuerwelt.de. Da findest du alles rund ums Thema Podcast, YouTube, Instagram, meinen Blog mit Spielmaterial, Rollenspielbücher, Würfel, was auch immer. Also die Sortimente werden jetzt auch immer weiter ausgedehnt. Wir werden sehen, was da noch alles dazukommt in der Zukunft. Kommen wir jetzt zum Inhalt dieses Videos. Wir gucken uns das Programm an der nächsten Woche. Wir werfen einen Blick auf Trodox, das älteste Fanzine, und wir machen, ich habe noch eine wichtige Frage an euch. Ich möchte einfach meine Ideen in den Raum stellen, was ihr davon haltet. Einfach nur mal, dass ihr es schon mal gehört habt. Fangen wir an. Nächste Woche, ne? Montag, der 20.05. Abenteuer Pen and Paper mit der Community-Beteiligung, also deine Beiträge werden mit benutzt in dieser Folge. Es geht um die Charaktergeschichte. Was muss man als neuer Einsteiger im Hobby beachten? Was ist cool in der Charaktergeschichte, damit der Spielleiter richtig viel Material hat, um deine Figur in Szene zu setzen, und viele andere Dinge, die kommen dann direkt am Montag. Am Mittwoch, den 22.05., da schauen wir uns das Trodox Heft 42 an, das es auch in meinem Shop gibt. Und dieses Heft hat ein fettes Abenteuer für Abenteuer 1880, Private Eye, aber auch für Cthulhu mit drin. Es ist jetzt natürlich kein Mythos-Abenteuer, es ist ein Detektiv-Abenteuer, aber das kann man da wunderbar auch mit Cthulhu-Spielregeln abbilden. Und dann am Freitag vor dem Wochenende, dann haben wir die Arbeitswoche gepackt. Da kommt am 24.05. nämlich die neue Folge Jailhouse Boogie. In der Folge geht es hauptsächlich darum, Bodenpläne in Pen & Paper Abenteuern, wie sie bei Jailhouse Boogie benutzt werden und wie man sie vielleicht am Tisch besser einsetzen kann. Die Vor- und Nachteile von Bodenplänen, das kommt dann alles in der Folge Jailhouse Boogie. Schaut gern mal rein in meiner neuen geschnittenen Reaction, in der ich von einer halben Stunde Aufnahmezeit nur noch die 20 besten Minuten für euch rausdestilliere. Also mehr Aufwand, damit mehr Informationen in kürzerer Zeit für euch stattfinden. Ja, besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Hoffe ich mal, ne? Wir werden sehen, wie es bei euch ankommt. Ja, dann möchte ich euch das Trodox Magazin vorstellen. Das gibt's jetzt auch schon in einiger Zeit in meinem Webshop. Das gibt's auch auf YouTube in meinen Playlisten. Und das Trodox Magazin ist das älteste deutsche Fanzine für Rollenspielthemen, vor allem für gemischte Rollenspielthemen. Und es gibt da immer verschiedene Dinge, die da gefeatured werden. Also, ich habe zum Beispiel ein großes Paket, das sind 6 Hefte Trodox, das kostet 15,99 €, also 6 Heftchen. Und das sind richtig viele Abenteuer drin, die ihr bekommt. Ihr bekommt einerseits ein Malmsturm-Abenteuer, ihr bekommt ein Cthulhu-Abenteuer, das speziell für Cthulhu geschrieben ist. Dann gibt es Private Eye und Abenteuer 1880-Abenteuer, 2 Stück. Dann habt ihr ein Warhammer, ein Shadowrun-Abenteuer drin und vieles mehr. Alle möglichen Themen rund ums Pen and Paper, Szenarios, Rollenspielideen, was auch immer, findet ihr in dem Trodox-Heft. Und da würde ich euch bitten, checkt es einmal aus. Ich verlinke euch das hier unter dem Video. Oder ich mache es jetzt auch hier oben in das i rein. Da sind eine Menge Abenteuer drin. Und ihr unterstützt damit das älteste deutsche Rollenspielsystem. Das älteste deutsche Fanzine. Weil einfach, die freuen sich auch, wenn sie das raushauen können. Es gibt es auch als PDF-Version, aber die gedruckte Version, wie gesagt, ist ja relativ günstig. Bestellt sie, ja? Einfach mal reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Hefte könnt ihr auch bei mir einzeln bestellen oder halt im Bundle. Ne? Ja, kommen wir jetzt zu meiner Frage. Ich habe ja gesagt, okay, es soll ein paar neue Säulen geben, inhaltlich. Also was kommen hier für Dinge auf meinem Kanal? Und Pen & Paper Let's Plays sollten ja auf jeden Fall davon eine Ebene sein. Jetzt wurde ich schon in den Kommentaren gefragt, ja, was ist denn jetzt mit den Let's Plays? Weil im Moment kommen ja keine. Es ist ein Let's Play komplett fertig. Da muss ich aber noch drauf warten, dass etwas passiert, damit ich das veröffentlichen kann. Ihr werdet es dann erleben, wenn es kommt. Und wir... Das heißt, der Chris, ich und noch ein paar andere Leute, die da im Hintergrund so Bock haben, sind jetzt schon am Überlegen, okay, was können wir als nächstes machen? Material ist viel da, wir müssen mal gucken, wie wir das umsetzen. Und jetzt war eine Idee, ich hätte mal Bock drauf auf mehr Zuschauerinteraktion. Und
ich hatte die Idee, vielleicht könnte man einmal im Monat ein Live-Event machen, in der wir, das habe ich auch noch nie gemacht, das ist technisch eine Herausforderung, inhaltlich eine Herausforderung, es ist natürlich nicht geschnitten dann und so weiter. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Einmal im Monat, vielleicht immer an einem festen Wochenende oder Wochentag, der erste Mittwoch im Monat oder so. Und ihr könnt dann direkt im Chat mit dabei sein. Im Anschluss werden die Episoden dann, die live gespielt wurden, geschnitten und das Let's Play vielleicht nochmal neu veröffentlicht oder wie auch immer. Aber das würde mich mal interessieren, ob ihr da Bock drauf habt, das live zu gucken mit dem Chat und dort dann auch vielleicht auch Einfluss aufs Abenteuer zu nehmen. Das wäre vielleicht das Ding, was der Vorteil davon wäre. Also schreibt es mir mal in die Kommentare rein, eure Anregungen, und wir sehen uns dann in der nächsten Woche auf meinem YouTube-Kanal. Macht's gut!